heute nach einem Unentschieden sehr kämpferisch gegen Wetzlar. Beide Mannschaften hatten Schwierigkeiten offensiv, glaube ich. Es war teilweise eine ganz schöne Abwehrschlacht. Und was man sagen kann, auf den Rängen und auf der Platte wurde zumindest erstmal gekämpft wie die wilde Hölle. Und deshalb sage ich herzlich willkommen und danke für die Energie an Yves Gravenhorst. Es hat so einen Kneiper, den ich kenne, der heißt sogar Bierstedt. Arbeitet beim etwas anderen Italiener in Magdeburg, der hat das Bier hingestellt. Möchtest du? Okay. Bist du so jetzt runter? Bist du also auch sehr, 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 sehr schlecht drauf jetzt gerade? Und wenn ja, warum? Ja, weil wir nicht gewonnen haben. Natürlich. Ich kann nur gewinnen. Und das sei dir auf jeden Fall gegönnt und das kann man nachvollziehen. Eine Frage habe ich als Stammtisch-Handball-Fan, so wie ich jetzt hier auch stehe. Ich würde tippen, dass der letzte Spielzug nicht so abgelaufen ist, wie er angesagt ist. Was würdest du sagen, wenn ich dich das mutigerweise frage? Ja, das ist absolut korrekt. Also wir hatten uns was vorgenommen. Es waren noch 15 Sekunden und wenn man sofort die Auslösehandlung spielt, ist man natürlich ein bisschen schneller unterwegs und wir wollten natürlich nicht mehr, dass Wetzlar nochmal in Ballbesitz kommt, weil dann hast du die Möglichkeit, das Spiel zu verlieren. Also wir wollten schon die kompletten 15 Sekunden im Ballbesitz bleiben. Der Arm ging schnell hoch, was wir auch vermutet haben, aber ja, dann haben wir unsere Situation ein bisschen hektisch zu Ende gespielt. Wir wollten natürlich was anderes machen. Du sagst, du als Profi-Handballer, der schon seit einigen Jahren, obwohl du nicht so aussiehst, dabei ist, immer wir. Ist es in dem Fall dann wirklich der Geistesblitz eines Michael Damgaard, der das so ein bisschen versaubeutelt? Was meinst du jetzt? Na, ich hatte den Eindruck, dass er irgendwie was komplett anders gemacht hat, als ihr euch vorgenommen hattet. Weil er hat sich einfach umgedreht, ist in eine andere Richtung gerannt und alle anderen guckten erstmal, dann war der Ball im Aus und die Zeit lief und lief und lief. Nee, ich glaube, das war eine Kettenreaktion. Also er kriegt den Ball und der Arm geht hoch und das heißt, er muss aktiv werden. Wenn er weiter den Ball passt, kann es sein, dass die Schiedsrichter passive Spiel pfeifen und Wetzlar hat sofort den Ball und hat noch 10 Sekunden. Also er muss schon aktiv werden und er sieht halt die Chance über außen und wird dann halt so abgedrängt, dass er halt einen schlechten Winkel bekommt. Aber dass er aktiv werden muss, da hat er keine andere Wahl. Da sehen Sie mal, dass wir Handball-Stammtisch-Trainer manchmal Sachen sehen, die zwar passieren, aber die gar nicht so gedacht sind. Und dann ist es toll, dass dieser Fan-Talk dafür da ist, dass uns die Profis das nochmal erklären können. Vielen Dank, Yves Gravenhorst, für die Aufklärung. Danke. Das ist auch nochmal der Applaus dafür. Die Autogramme gibt es in wenigen Minuten. Nee, jetzt so. Entschuldigen, Sie sind live gerade hier im Epsinger Sachsen-Anhalt Fan-Talk und ich habe 16 Sicherheitsbeauftragte und ich würde Sie bitten, vielleicht 2 Minuten zu warten. Ist das okay? Ich war ihm wahnsinnig mutig, der hat nur einen Brustmuskel gehabt, aber ich glaube, für den Check hätte ich 2 Minuten gekriegt. Wie ist denn das jetzt eigentlich mit dem neuen Trainer? Ihr habt 3 Spiele gemacht, du bist ja auch noch jemand, der Benno mit am längsten kennt. Ihr seid zusammen auch durch die ganze Nachwuchsabteilung des SC Magdeburg gegangen. Wie ist er denn so als Trainer im Vergleich zu dem Benno, den du kennst? Von früher? Ja, ich habe ihn ja jetzt schon als Trainer auch fast tagtäglich gesehen bei der zweiten Mannschaft, wo er halt auch schon einen überragenden Job gemacht hat. Deshalb wusste ich ja auch, wir haben auch die B-Lizenz zusammen gemacht. Ich denke auch, dass wir viele Sachen im Handball gleich sehen und deshalb wusste ich schon im Großen und Ganzen, was auf uns zukommt und habe ihm das natürlich zugetraut und auch, ja, hat mich auch für ihn gefreut, dass er diese Chance bekommen hat, weil er, denke ich, sich das auf jeden Fall zutrauen kann. Er hat da eine Menge Fachwissen, hat psychologisch einiges drauf und brennt natürlich für unseren Verein. Ist das komisch, wenn dann so ein Typ, mit dem du natürlich auch Unfug als junger Spieler gemacht hast und so weiter, jetzt dasteht und die Ansagen machst, ist da manchmal so ein kleiner Teufel, es gibt ja immer diesen Engel links und den Teufel rechts und so, sind da manchmal komische Stimmen, die dann einen albernen Witz vielleicht ihm zurücksagen wollen, wenn er eine Ansage macht, oder gibt's sowas im Profi-Handball nicht? Naja, also wir hatten jetzt noch nicht so viel Zeit zusammen und wie gesagt, ich kenne ihn ganz gut über die Jahre und weiß mit manchen Dingen, was er meint, wenn er was sagen möchte und deshalb bis jetzt gab es da noch nichts, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit zusammen, denke ich. Auch noch eine Frage, die mir so zugeraunt wurde, war der Wetzlar Torhüter, ist ja Nationaltorhüter, nächstes Jahr in Kiel, war der so gut oder waren wir jetzt so unsicher? Ja, das weiß ich jetzt nicht so aus der Perspektive, ich bin ja immer außen, habe immer noch ein bisschen anderen Blickwinkel, aber er ist jetzt auch ausgewechselt worden, ich weiß, also klar ist er ein starker Torhüter und hat auch, denke ich, seine Paraden gemacht. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das zweite Halbzeit auch noch so war. Wie gesagt, es war eine Abwehrschlacht. Wir haben wirklich sehr, sehr gut gestanden, haben uns 10 Minuten, Viertelstunde Verschluss auch einen 3-Tore-Vorsprung rausgespielt.
Dann dreht Fate natürlich auf und schießt aus allen Lagen ein Tor. Dann müssen wir rausgehen auf Fate und dann machen sie es clever und holen über Kohlbacher am Kreis einen Siebenmeter nacheinander. Ja, das unangenehmer Spieler, dieser Kohlbacher, oder? Ja, ganz schöne Maschine. Was kann man machen, um so einen Spieler zu verteidigen? Ja, weil der liegt auch noch waagerecht in der Luft irgendwie. Man hat manchmal den Eindruck, der hat irgendwie einen Zauberer dabei. Ja, man muss halt kompakt stehen, also alleine. Und gerade in der Bewegung war das dann nicht so einfach. Aber wir haben uns halt vorgenommen, auch kompakter zu stehen. Aber dadurch, dass Fate uns keine andere Wahl gelassen hat, als rauszugehen auf ihn, ansonsten schießt er uns kaputt, müssen wir halt da irgendwo in den sauren Apfel beißen. Gibt's was man als Erklärung hat, dass momentan in der Offensive weniger reingeht als in der letzten Saison? Oder ist das auch wieder nur so ein Fan-Eindruck von uns? Ja, man muss auch sehen, dass das jetzt Ende der Hinrunde ist und wir auf der letzten Rille gerade sind. Also wenn man sieht, Selenovic und Hassan und Finn und Mika, es fehlt Bezo halt. Der 5 Verletzte halt, ja. Ja, wir kämpfen wie die Schweine und versuchen halt irgendwo das Spiel zu gewinnen und positiv für uns zu gestalten. Und dass da halt nicht alles bis zum Schluss funktioniert. Weiß ich nicht, ob man das nachvollziehen kann. Also, Das ist wahrscheinlich offensichtlich schwerer für uns von der Tribüne aus, aber ich finde den Satz direkt und ehrlich in unser Gesicht gesprochen. Wir kämpfen wie die Schweine und versuchen das zu machen. Das ist auf jeden Fall schon mal auch etwas, was wir hier gerne hören, glaube ich, und die Fans gerne hören. Die Rhein-Neckar-Löwen, hast du das Ergebnis schon gehört? Nee. Willst du einen Tipp abgeben? Kiel gegen Rhein-Neckar-Löwen? Kiel hat mit 11 gewonnen. Ist das gut für das nächste Spiel am Sonnabend oder schlecht? Das wissen wir am Sonnabend. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen heiligen Abend und auch irgendwie, dass ihr gut über das Weihnachtsfest kommt und dass ihr uns eine schöne Weihnachtsüberraschung vielleicht. Ich meine, beim letzten Spiel hier mit uns im Rücken war es ganz knapp gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Vielleicht funktioniert es ja mit Kämpfen wie die Schweine. Und die eine oder andere Überraschung legt uns dann vielleicht einen Weihnachtsmann mit Nikolaus in Form der Schiedsrichter unter den Garten. Ich habe keine Ahnung, was man da alles braucht bei einem Auswärtsspiel bei den Rhein-Neckar-Löwen. Viel Glück und danke für die offenen Worte. Das im MDR Sachsen-Anhalt Fan-Talk. Erzählen Sie trotzdem weiter, wie wichtig es ist, hier in die Halle zu gehen, um die Jungs zu unterstützen. Und auch nochmal von MDR Sachsen-Anhalt und auch vom SCM ein Riesenkompliment. Die grün-rote Wand hat auch heute wieder gestanden und alles gegeben. Und das hilft bei den Jungs auf jeden Fall, egal ob sie gerade wie die Schweine kämpfen müssen oder ob filigraner Handball möglich ist. Dankeschön.